Ich kann euch gerne mal erklären, worum es hier geht. Also das sind Slimes. Ich kann euch mal meine Slime Ranch zeigen. Ist hier meine Slime Ranch? So, das sind so pinke Slimes. Ganz verschiedene Slimes. Und man kann die kreuzen. Wenn man die Slimes füttert, dann kacken die. Und wenn die Slimes kacken, dann kann man das verkaufen und kann damit eine größere Ranch bauen. Klingt ultra langweilig, wenn ich das so erkläre. Aber ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Das sind zum Beispiel pinke Slimes mit einer Mischung aus. Oh, geht einfach rein. Mit einer Mischung aus dem Blauen. Oh mein Gott. Das sind diese blauen Slimes gemischt mit einer Mischung von Katzen. Und das sind Katzen-Slimes gemischt mit so Feen-Slimes. Und dann kann man die füttern und dann werden die süß. Hier sind Hühner, weil manche Slimes fressen nur Fleisch. Deswegen müssen wir Hühner anbauen und die denen lebendig füttern. Die sind auch hungrig. Und dann haben wir hier so eine Maschine, die sammelt die Kacke von denen ein. So 4 oder 6 haben wir dann. Und die kann man dann recht teuer verkaufen. Und dann kann man dann hier hinten zu diesem Verkaufsding gehen und die Slimes verkaufen. Also die Plots. Plots ist ein anderes Wort für Scheiße. Echt ganz chillig. Und ihr seht, manche Plots sind so ultra viel wert. So 500 für so ein goldenes Plot. Und dann gibt es so die Plots, die wir haben, die sind halt nicht so mega viel wert, ne? Traum wäre halt so ein rotes Plot. Aber wir können ja so ein rotes Plot eigentlich mal holen, oder? Also, ja. So, ich werde jetzt gehen und wieder in diesen Dings, in diesen Dungeon gehen, wo ich beim letzten Mal war. Und versuchen dort Dings zu finden. Diese Honig-Slimes, diese explosiven Slimes und vielleicht noch irgendein Wasser-Slime. Dann nehme ich die einfach nur mit, ein paar von denen. Und ja, dann geht's ab. Hier will ich hin. Ich freue mich auf neue sonderbare Slimes. Boah, wenn ich jetzt hier wieder nicht rauskomme wie beim letzten Mal. Katastrophe. So, entflammen. Ein Honigslime. Sehr gut. Honigslime, Wasserslime. Nur besondere Slimes, die ich nicht habe. Einfach nur einsammeln in seine Haus und gucken, was ich mit denen züchten kann. Hier mache ich die Honigslimes hin. Weil bei den Honigslimes stand dran, dass die sehr süß riechen. Ranger Risiken. Die größte Gefahr, dass er einen Honigslime darstellt, findet sich in seinen Plots. Honigplots sind die süßesten, köstlichsten Plots aus der fernen, fernen Weite. Andere Slimes können sie aus viel weiterer Entfernung aufspüren als andere Plots und sie werden alles in ihrer Macht tun, um sie zu bekommen. Ein Ranger, der Honigslimes hat, muss vorsichtig hinsichtlich Lagos sein oder wegen schlimmeren Dingen. Honigplots werden von Lebensmittelschätzer geschätzt. Okay, ein Gehege. Verbrennungsanlage ist, glaube ich, für Dingsplots und das ist für Wasserdinger. Ich mache erstmal ein normales Gehege. Euch geht's gut, oder? Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Fangnetz. Hier eine Verbrennungsanlage. Oh. Kreuz einfach Knall- und Honigslimes. Soll ich? Ich möchte bitte, dass ihr euch vermehrt. Paaret euch. Das ist wieder so ein übervolles Gehege. Ich sehe es kommen. Mega geil. Knallplot, liebe Freunde. Jo, ich sehe es schon kommen. Erstens hohe Wände und zweitens Plot Sander. Also ich kein Geld mehr. Mega geil. Mega geil. Killt euch bitte nicht gegenseitig. Wow, wie die aber direkt im Wert runtergehen, sobald ich die besitze. Mit so ein paar Plots direkt 1500 gemacht. Das ist so krass, Alter. 42. Halleluja. Money making, money making. Ba-ba-du-ba-du-boop. Wenn du ein paar Tage schläfst in deinem Haus, geht der Preis wieder hoch. Dann schlafe ich kurz in meinem Haus. Ich habe jetzt gerade so viel. Ist nicht wirklich hochgegangen, wenn ich ehrlich bin. Und ich will nicht so lange schlafen, sonst sterben meine Slimes und werden wütend. 2500. Whoop, whoop. So. Ich hole mir jetzt noch mehr. Noch mehr. Coole Slimes. Oder? Okay. Gehen wir hier lang. Wir haben die eine Katze platzen lassen. Ich will eigentlich, also den einen pinken Ding platzen. Und diesmal will ich auch die große Katze platzen lassen. Also für die, die nicht wissen, wovon ich rede. Es gibt so Katzen. Und also so von diesen ganzen Slimes gibt es auch so Riesenversionen. Die musst du irgendwie 100 Mal mit irgendwas füttern und dann platzen die und dann geben die den Schlüssel und damit kannst du dann zu anderen Welten. Was ganz cool ist, um neue Slimes zu entdecken. Wow, was ist hier? Eine Tür, die verschlossen ist. Das ist ja mega ätzend.
Mega ätzend. Oh, verdammt. Guck mal, wie viele Hühner wir mittlerweile produziert haben mit unserer mega coolen Hühnerbrutstätte. Wow, keine. Ist das mega nutzlos oder mega nutzlos? Ich weiß es nicht. Bist du bereit für Essen? Ehrlich? Oh mein Gott, jetzt? Kein Schlüssel? Schwören können, dass ein Schlüssel hätte dabei sein sollen. Das ist deprimierend. Bitte, bitte, bitte. Was? 37 für die Knallplots und 33 für die Honigplots? Aber 64 immer noch für die Wasserdinger. Halleluja. Ist das lächerlich. Der Preis einfach so schnell droppt, das ist lächerlich. Enttäuschend. Ich habe mir gerade teure Dinger gezüchtet. Jetzt sind die nichts mehr wert. Können auch alle direkt sterben gehen. Easy 10.000, Bitch. Easy. Labor, Alter. Kaufen. Die ist dir erlaubt, mit der Hilfe von Slime-Wirtschaft Geräte zu bauen. Begib dich hinüber zur Scheune, um zu beginnen. Was ist hier? Wow! Noch mehr Felder! Scheune hält sich nicht aus, was du brauchst, um damit zu beginnen, mit der Hilfe von Slime-Wissenschaft Geräte herzustellen. Zu den Geräten können nützliche Hilfsmittel, die beim Erkunden hilfreich sind, Verteidigungstürme, Dekoration und mehr. Wow! Raffinerie. Aha. Na, Vergrabung, Ressourcen zu bauen. Benötigt Pinkplot, Felsplot, Radport. Okay. Ich muss einen Plot in die Raffinerie stecken. Ich habe all meine Plots verkauft. Ich komme wieder. Nein. Okay, jetzt aber. Ah, okay. Ich tue die nur rein und dann. Ah, und dann kommt dann hier das Gerät raus und dann packe ich die ganzen Sachen für die Geräte rein. Okidoki. So, liebe Freunde, ich glaube, das war's für heute für mich. Boah, meine Augen brennen voll. Liebe Freunde, danke schön fürs Zuschauen heute. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Wir sehen uns morgen. Ich hab euch lieb. Gute Nacht.